Um Chemikalien im Chemotion-ELN einzufügen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. So kann zum Beispiel der in Chemotion integrierte Struktureditor, genannt Catcher, zum Erstellen der Strukturen verwendet werden. Alternativ können mit Hilfe von Chemical Identifiers wie Inchi oder Canonical Smiles chemische Verbindungen, die zuvor in anderen Struktureditoren wie zum Beispiel ChemDraw erstellt wurden, in das Chemotion ELN eingefügt werden. In diesem Video wird das Erstellen von Chemikalien mit Catcher, dem in Chemotion integrierten Struktureditor, erklärt. Der Import von Chemikalien, unter anderem aus ChemDraw, wird in einem separaten Video erläutert. Zum Erstellen eines neuen Eintrags für eine Chemikalie wird zunächst die Ziel-Collection ausgewählt. In der Collection wird über die blaue Schaltfläche im obersten Reiter Create Sample ausgewählt. Es wird ein neues Fenster geöffnet mit einer Zeichenfläche sowie weiteren Einstellungen. Über die Zeichenfläche wird der Struktureditor geöffnet, wo die Chemikalienstruktur gezeichnet werden kann. Im oberen Panel sind Optionen zum Auswählen bzw. Markieren, Löschen der gesamten Zeichnung sowie Öffnen von Dateien oder Einfügen von Mol-Files. Direkt daneben sind die Symbole zum Speichern, Rückgängigmachen der letzten Bearbeitung, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen und Zoom-Optionen. Mit der Cleanup-Option kann die gezeichnete Struktur schöner dargestellt werden. Über Save Template können Grundstrukturen als Vorlage gespeichert werden. Die Info-Schaltfläche zeigt alle relevanten Informationen zum Molekül an und die Schaltfläche Build Chain erstellt eine Kette aus Aminosäuren nach vorgegebener Sequenz. Auf dem linken Panel unter dem Auswählen-Symbol ist direkt die Löschen-Option. Danach folgen Zeichen-Optionen. Mit der ersten können verschiedene Bindungsarten gezeichnet werden. Die nächste ist für Kohlenwasserstoffketten. Danach folgen Optionen zu grundlegenden Aromaten sowie zyklischen Alkanen. Für Ladungen, Reaktionspfeile und Klammern, die je nach Struktur eingestellt werden können. Die Optionen dafür werden nach Markieren der einzuklammernden Strukturen angezeigt. Über die R-Gruppen-Schaltfläche werden undefinierte Restgruppen angehangen und mit Hilfe der Attachment Points können vorher definierte Gruppen zugewiesen werden. Mit dem Rotate-Tool können Strukturen gedreht oder gespiegelt werden. Darunter ist die Suche von gespeicherten Vorlagen sowie die Option für Oberflächen bzw. undefinierte Restgruppen für Polymere.
Im unteren Panel findet man Optionen zum Einfügen von Aminosäuren, verschiedenen Aromaten bizyklischen System, Konformeren von vorgespeicherten Grundstrukturen, verschiedenen Zykloalkanen nach Kettenlänge sowie vorgespeicherten funktionellen Gruppen. Des Weiteren können Nukleinsäuren, Paracyclophane, das Fullerene C60 nach dem Schlegel-Diagramm sowie Solid Support Groups, die zum Beispiel in die Peptidsynthese eingefügt werden, ausgewählt werden. Im rechten Panel sind die wichtigsten und häufigsten Elemente zu finden. Unter den drei Punkten wird das gesamte Periodensystem geöffnet, wo die komplette Elementauswahl besteht. Für weitere Optionen muss das Element erst gezeichnet werden. Mit einem Doppelklick auf das Element über das Auswahltool öffnet sich ein Menü zum Anpassen der Eigenschaften des Elements. Mit der letzten Schaltfläche namens Generic Groups können Abkürzungen bzw. allgemeine, undefinierte Gruppen und Elemente eingefügt werden. Wenn eine chemische Verbindung im Struktureditor erstellt wurde, muss diese gespeichert werden, indem unten links auf die blaue Schaltfläche Save geklickt wird. Sonst gehen die erstellten Strukturen verloren. Nach dem Speichern schließt sich der Struktureditor automatisch. Um den Eintrag in Chemotion abzuschließen, muss an dieser Stelle erneut gespeichert werden. Durch Klicken auf die gelbe Schaltfläche Save Sample oben rechts. Die gespeicherte Probe wird dann links aufgelistet.